Mein Name ist Alfred Haberbrentner, ich bin Bildhauer, mache Arbeiten in Bezug auf Raum. Ich komme aus Österreich und lebe in Salzburg und Linz. Holz ist für mich ein sehr wichtiger Werkstoff, da ich, sage mal, fast im Wald aufgewachsen bin. Ich finde, es ist auch sehr gut zu bearbeiten, das heißt auch von Hand möglich zu bearbeiten. Es ist ein warmes Material. Es ist sehr viel Handarbeit und zwar auch langwierige Handarbeit. Das heißt, nicht über Stunden, sondern auch über Tage. Zu einem Kind sage ich das öfter, ich hacke Holz oder ich schlage zum Beispiel Nägel in Holz hinein. Das versteht ein Kind. Natürlich, dass es so viele sind, das versteht es mitunter wieder nicht. Hacken finde ich eine sehr wichtige Arbeit. Das hat in Bezug auf Gewicht auch ein Thema. Meine Arbeit hat mit Gewicht auch zu tun, schon seit längerer Zeit, seit Jahren. Hacken hat aber auch mehrere Dimensionen, das heißt, denken wir an Fischhaken, da ist es etwas, womit man mit der Form sozusagen eine andere Materie ködern will. Ich finde das sehr interessant, ich sage mal, diese Mehrdeutigkeit auch von dieser Form. Kunst ist, schwierige Dinge zu realisieren. Diese schwierigen Dinge können sehr vielgestaltig sein. Natürlich, jeder muss selber mit einer Arbeit etwas tun. Die Zeiten, wo man sagt, okay, eine Arbeit hat die Erklärung gleichzeitig mitgeliefert, die sind vorbei. Also ich bin sehr zufrieden mit dieser Ausstellung hier im Gerhard-Marx-Haus. Ich finde die Räume, auch die gesamte Situation sehr, sehr schön. Die Zusammenarbeit auch mit dem Herrn Hartog und dem ganzen Team war sehr, sehr kreativ und sehr gut und gewinnbringend für beide Seiten. Ich glaube, es ist ein schönes Projekt geworden.